Willkommen zurück, meine lieben Lumping-Freunde da draußen und Zuschauer, die eventuell noch Lumping werden wollen. Heute mal wieder auf Revi am Start, einfach mal ein bisschen Abwechslung da reinbringen. Und ich habe euch heute natürlich mal wieder ein Thema mitgebracht. Und zwar geht es um meinen YouTube-Quit, bevor sozusagen Moritz mich wieder zurückgeholt hat. Und zwar möchte ich da einfach erzählen, was sozusagen damals los war, wieso es dazu gekommen ist und was damals überhaupt sozusagen passiert ist. Und zwar geht es um das Jahr 2016 und im Juni habe ich damals das sozusagen erstmal letzte Video hochgeladen, mit dem Titel irgendwie YouTube-Kanal gehackt. Und das war halt so, weil jemand probiert hat, sozusagen auf meinen Account zuzugreifen. Ich habe eine E-Mail bekommen und darüber habe ich halt ein Video gemacht, Freunde, so. Und danach habe ich erstmal für geschmeidige 6 Monate gar kein Video mehr hochgeladen. Das war auf keinen Fall geplant oder sowas. Also das war nicht beabsichtigt oder es war nicht irgendwie extra wegen dem Video, dass ich mir gedacht habe so, yo, jetzt lädst du kein Video mehr hoch. Es war auf jeden Fall nicht so, sondern Minecraft hat mir einfach überhaupt gar keinen Spaß mehr gemacht zu der Zeit. Ich hatte Minecraft einfach hart überspielt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Wahrscheinlich werden es viele von euch kennen. Ich habe Minecraft einfach stundenlang damals gespielt, früher auch privat. Halt für YouTube-Streams, für Twitch-Streams, für YouTube-Videos, privat mit Freunden und so weiter und so fort. Ich habe das Game einfach light gespielt. Ich konnte es einfach wirklich nicht mehr sehen. Und deswegen habe ich damals dann sozusagen einen radikalen Cut gemacht. Habe es nicht mehr gespielt, habe auch keine YouTube-Videos mehr gemacht. Zudem war damals auch alles ein bisschen stressig. 2016 mit Abitur und dem ganzen Gedöns müsste das damals gewesen sein. Studiumsanfang etc., da hatte ich einfach nicht mehr die Motivation und ja, am 31.12.2016 habe ich dann nochmal ein Video hochgeladen, einfach irgendwie als Jahresabschluss oder so, dachte ich, das wäre irgendwie eine coole Sache oder ja, oder halt auch nicht. Ich habe es auf jeden Fall hochgeladen, haben sich auch ein paar Leute angeguckt, die haben mir noch frohes neues Jahr gewünscht und so weiter. Ich verlinke euch die Videos mal unten, könnt ihr euch mal angucken, ist relativ süß. Und ja, dann kam auch erstmal wieder ganz, ganz lange nichts. Was ich in der Zeit gemacht habe, ist League of Legends gespielt. Also ich habe echt kaum noch Minecraft angepackt. Irgendwann wieder ein bisschen mehr halt, als ich sozusagen wieder besser spielen konnte. Es mich nicht mehr so abgefuckt hat alles. Und ich halt auch persönlich wieder ein bisschen mehr Bock drauf hatte. Aber ich habe in der Zeit wirklich echt hauptsächlich League of Legends gespielt. Spiel das nach wie vor auch gerne immer noch aktuell. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch gerne spielt. Machen wir auf jeden Fall mal kurz eine neue Runde. Im März 2017 kam es dann dazu, dass der liebe Minimi-Checker, viele von euch werden ihn kennen, Moritz, Minimi-Checker, die alte CW-Bedwars-Legende, dass er mir bei Twitter schrieb und schrieb, yo, du hast ja gestern fast 300 Subs gemacht. Und ich habe mich natürlich einfach nur gewundert, weil ich meine, ich habe davor einfach keine Videos gemacht, woher sollten knapp 1000 Abonnenten kommen, wenn man davor Ewigkeiten inaktiv war und so weiter und so fort, halt keine Videos gemacht hat, das kann ja nicht sein. So, und er schrieb mir das und ich guckte auf Social Blade und sah, Alter, 271 Abonnenten. So, und dann habe ich auf Moritz Kanal geguckt und der hatte einfach damals dann 23.000 Abonnenten, was absolut krass ist. So, mittlerweile hat er über 100.000, das muss man sich auch mal überlegen. Ich meine, das ist ungefähr ein Jahr her und der hat einfach 100.000 mittlerweile, also das ist schon krass, Props gehen raus. Und er hat halt ein Video gemacht, was hieß, wegen diesem Grund habe ich mit YouTube angefangen und hat halt über mich erzählt, wie er mich damals kennengelernt hat und dass ich sozusagen damals sein Grund und seine Motivation für YouTube war. Und ja, ziemlich heftig. Anscheinend, er hatte mich dann auch darunter verlinkt und ja, viele Leute haben mir dann halt auf meinen Kanal geklickt, haben mir dann in die Kommentare geschrieben, ich soll wieder Videos machen und so weiter und so fort. Und 2 Tage später habe ich dann tatsächlich ein Video hochgeladen mit Ich bin wieder da. Ich weiß nicht, es war einfach so ein unfassbar krasses Gefühl. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen, so. Hab so 1200 Subs die ganze Zeit, seid inaktiv, hab kaum noch Bock auf Minecraft, fangt es wieder an, so ein bisschen zu spielen, so. Und dann passiert sowas. So, und ab diesem Moment war ich dann auch wieder voll hyped, YouTube zu machen. Ich hatte wieder richtig Bock, für die Leute Videos zu machen und hab dann halt auch ganz, ganz viele Sachen mit Moritz gemacht. Es war eine unglaublich geile Zeit, ich habe unglaublich viel Bock gehabt. Und es ist nach wie vor so, ich spiele Minecraft nicht mehr wie früher 5 Stunden am Tag. Das ist nicht mehr so, das ist definitiv nicht mehr so. Das gibt Minecraft für mich nicht mehr her, aber ich spiele Minecraft gerne. Ich spiele Minecraft wieder gerne und ich glaube einfach, dass diese Auszeit, die ich mir damals von YouTube genommen habe, die ich mir von Minecraft genommen habe, allgemein von dieser ganzen Thematik YouTube, Minecraft und so weiter und so fort, dass die mir unglaublich gut getan hat und dass ich mit Minecraft jetzt auch viel, viel besser umgehen kann. Das heißt jetzt nicht, dass ich besser spiele oder sowas, sondern einfach, dass ich wieder Spaß daran habe. So. Und ich würde niemals irgendwas spielen, wo ich drauf keinen Bock habe. Und
Mittlerweile spiele ich Minecraft gerne in Streams. Ich nehme es gerne auf mit anderen Leuten, aber auch alleine, wenn ich hier so Themenvideos mache oder Challenges oder. Es macht einfach wieder Bock, Freunde, wisst ihr? Und es macht natürlich auch Bock, wenn die Leute einen feiern, wenn die Leute auch selber Bock haben. Also danke für eure ganzen Motivationen und sowas. Und vor allem danke einfach an Minimi-Checker, dass er mich damals sozusagen wieder zurückgeholt hat auf YouTube. Moritz, vielen, vielen Dank. Einfach unfassbar, unfassbar krass. Ich weiß gar nicht, wie ich dir dafür dankbar sein soll, weil das ist einfach nur richtig krass. Auch die ganzen Videos, die wir danach zusammen produziert haben und sowas. War schon eine krass geile Zeit. In letzter Zeit ist ja ein bisschen weniger zusammengekommen. Hängt aber jetzt nicht daran, dass wir irgendwie Stress haben oder irgendwie uns nicht mehr leiden können oder sowas. Keine Sorge, Freunde. Da wird wahrscheinlich auch in Zukunft wieder was kommen. Macht euch mal keine Sorgen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so sehen wollen würdet. Worauf ihr einfach Bock hättet, sage ich mal. Dann lässt sich das bestimmt auch irgendwie umsetzen. Genau, also es war einfach nur ziemlich krass und ja, ich dachte, das wäre vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn ich mal so darüber spreche. Und ich finde es nach wie vor heftig, dass natürlich, es sind wenige Leute, aber ein paar Leute von früher sind sogar wirklich noch am Start. Und das finde ich krass. Es gibt zum Beispiel Roman, der kennt mich seit 2015. So, und das ist einfach nur heftig, Freunde. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der guckt mich jetzt fast 3 Jahre. So klar, ich habe dazwischen mal Pause gemacht und sowas. Aber trotzdem, Freunde, 3 Jahre am Start sein, das ist schon krass. So. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte einfach, das wäre vielleicht mal interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Über diese Themenvideos. Das macht mir natürlich auch mal Bock. Und wenn ihr sagt so, yo, Lupi, kannst du nicht darüber mal reden? Oder könntest du nicht darüber mal reden? Klar, gerne, schreibt es mir in die Kommentare. Dann kann man da bestimmt auf jeden Fall mal drüber talken. Viele haben ja nochmal gefragt, wann kommt mein 40.000 Abonnenten-Special? Erst einmal auch dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Die meisten werden wahrscheinlich schon abgeschaltet haben, weil ich schon so lange am Labern bin. Das 40.000 Abonnenten-Special, die Setup-Tour, beziehungsweise halt komplette Room-Tour, kommt am Samstag, 15 Uhr. Macht euch keinen Kopf, es wird geil, freut euch drauf. Genau, so, dann probieren wir jetzt natürlich hier die Runde nochmal einigermaßen zu reißen. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten auf Revi los ist, aber ich verliere hier jede Runde. Und man soll sein Glück nicht herausfordern, 3 Runden verloren, was will man da mehr machen, Freunde? Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall lumpig, haut rein. Ciao!